Also Leute, frohe Weihnachten auf jeden Fall nochmal, auch wenn Weihnachten jetzt schon vorbei ist. Wir gucken uns jetzt eure Weihnachtsgeschenke an. Und zwar gab es ja auf dem Discord den guten Weihnachtsgeschenke-Channel. Oh, da konntet ihr eure Pics reinposten von Weihnachten. Hübsche Selfies, aber Selfies von den Geschenken, nicht von euch. Endlich ein Gamingstuhl, zwei... Achso, Modellbahnbrücken. Ich konnte es erst nicht lesen. Model. Ich dachte erst, er redet von mir. Zwei Minecraft-Kuscheltiere. Ach ja, Mike hatte doch so übertrieben viele Minecraft-Kuscheltiere. Wo haben wir uns das nochmal angeguckt? Der hatte irgendwie, der für wie viel? 100 Euro oder mehr hat er einfach Kuscheltiere bei sich. Die haben schon 40 Euro gekostet. Nee, der hat der für 300 Euro Kuscheltiere gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Zwei 1 Terabyte Festplatten von Samsung. 150 Euro circa wert. Junge, er flext richtig mit dem Wert ja auch noch. Er sagt überall, wie teuer das war. Und noch eine Gaming-Maus, die ich jetzt gerade habe, aber halt kann... Warte, was? Die ich jetzt gerade habe, aber halt kann man die mit oder ohne Kabel spielen. 120 Euro wert. Und eine Minecraft-Taste. Mehr Sachen kommen noch. Zum Beispiel PaySafe-Card und Stream-Card. Junge, wie viel Geld kriegst du denn zu Weihnachten? Alter. Aber nicht schlecht. Der Stuhl sieht auch ganz nice aus. Hier haben wir die Geschenke. Dann haben wir hier eine hübsche Tastatur mit am Start. Nice, nice. Schön RGB, so muss das sein. Okay, Mike hat Kuscheltiere für 300 Euro. Er ist ehrlich Milliardär. Junge, ich würde nicht mal eine Sache von den Sachen, die er bekommen hat, irgendwie kriegen gefühlt. Vielleicht noch die Minecraft-Kuscheltiere, die würde ich zu Weihnachten kriegen. Das war's dann aber auch. Ach, er hat nur die Geschenke reingepostet. Aber ich will auch wissen, was da drin war. Vielleicht sehen wir das später noch. Gut, dass das Bild hier gar nicht verschwommen ist, Leute. Was ist jetzt das Geschenk hier? Ist das der PC? Das ist doch nicht der PC, oder? Wo ist der PC auf dem Bild? Das sieht doch aus wie eine Schublade von seinem Dingens hier. Und seine FPS. Er hat FPS zu Weihnachten bekommen. Ist das der PC? Wo ist der PC? Okay, also Mike hat doch gefühlt im Wert von 1000 Euro Kuscheltiere. Ihr sagt, ich bin blind, aber gleichzeitig sagt die Hälfte, das hier ist der PC. Die andere Hälfte sagt, das ist der PC. Oh, nice LEDs hat JJ hier mit am Start. Und noch ein cooles Bild mit dabei. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich weiß auch nicht... Ah doch, das sind auch LEDs, ne? Nice. Und ich weiß auch nicht, was das ist. Ah! Hier hat er es nochmal vernünftig. Warum hast du nicht einfach gleich das Bild hier reingeschickt? Warum musstest du erst das hier schicken? Da, wo man nichts drauf erkennt. Junge, also hast du gezittert dabei oder was? Okay, hier erkennt man es richtig. Crazy, so ein PC habe ich noch nie gesehen. Von trotzdem 160 FPS, nice. Ah, Jaron hat ein neues Headset. Wenn ja schon bei der Setup-Tour hatten wir uns ein altes Headset angeguckt. Da hatte er, wartet mal. Ich glaube, ich kann euch zeigen, was Jaron für ein Headset hatte, weil ich glaube, ich habe noch so eins hier. Oder ich habe es weggeschmissen. Warte kurz. Ich habe es anscheinend weggeschmissen. Ich dachte, ich kann es euch zeigen, aber ich habe es nicht mehr. Belastend. Ja, aber das Headset sieht ganz nice aus, würde ich sagen. Laser hat einfach ein paar Amazon-Karten hier bekommen und, oh nee, und ein neues Handy, das S10. Nice. Andrei hat zu Weihnachten mich bekommen, mein Stream. Läuft auf jeden Fall. Hat er das ganze Setup hier bekommen oder was genau? Ich bin mir nicht sicher, ob er mit seinem Setup flexen will oder ob das sein Geschenk ist. Warte, wann hat er das denn gepostet? 24.12. Alles aus den Bildern inklusive Energy Drinks. Als ob. Alter, der hat das ganze Setup hier bekommen und ein Monster und ein Rockstar. Und die Pringles. Und oder nur die. Oder sind da gar keine drin und das ist eine Headset-Halterung. Eigentlich smart. Wenn man eine Pringles-Dose nimmt und die jetzt komplett schwarz oder so ansprüht, dann hat man einfach eine Headset-Halterung, die halt günstig war und wo man noch was draus essen konnte. Die Frage ist, warum haben die ihm ein Monster und ein Rockstar gekauft? Sind das seine beiden Lieblings-Energy-Drinks? Warum nicht zwei Rockstar oder zwei Monster? Oh, hier spiegele ich mich. Das gefällt mir besonders. So, Mike hat doch vorhin schon was reingeschickt. Hat er den Stuhl noch bekommen? Was steht da? Born to Game. Geil. So ein richtiges Nerdkissen. Feier ich. Ist das einfach ein Meme? Naeclerasil-Testgelände. Okay, Boomer, lern erstmal Deutsch. Ja, Digga, jetzt gib Geschenke und dann hau ab. Probier es in einem Jahr nochmal. Das ist der falsche Channel, LB9. Das ist kein Meme-Channel. Aber das hat er uns geschenkt anscheinend. Neuer PC, sorry wegen Quali. Und noch LED, muss aber noch einbauen. Okay, also neuer PC. Man sieht halt nur das Gehäuse, aber das ist, denke ich mal, ganz nice. Good job, Vincent. Nein! Als ob er den Kicker bekommen hat. Wie geil ist das denn? Ey, ich bin Kicker-Profi, Leute. Wer hat das reingepostet? Schokoladiger, Basti hat Kompetenz. Ja, lad mich auf den Kicker ein, so als Einzelner. Ich zerstör dich. Wobei, er hat einen Kicker zu Hause. Er wird wahrscheinlich gut sein. Ich weiß so, dass ich immer... Das letzte Mal, als ich Kicker gespielt habe... Okay, das letzte Mal war gestern. Da war ich auch sehr gut. Aber das vorletzte Mal, als ich Kicker gespielt habe, wollte nachher keiner mehr gegen mich spielen, weil ich immer gewonnen habe. Danach wollte keiner mehr gegen mich zocken. Ich hätte auch gerne einen. Ich hab nur früher als Kind immer gekickert im Urlaub und das war's. Aber ich bin halt geborenes Naturtalent im Kickern.
Man kennt es. Was haben wir hier? Ist das ein normaler? Ist das ein E-Scooter? Ich kenne mich nicht aus mit den Sachen, mit den hippen, jungen Dingen von heutzutage. Ich glaube, es ist so ein E-Scooter. Nice. Da muss man nicht mehr laufen. Ah, da steht es auch. Habe einen E-Scooter bekommen. Ich hoffe, alle bekommen hier coole, schöne Geschenke. Ich wünsche euch allen, auch mit Corona, ein frohes Fest mit eurer Familie. Oh, wie süß. Kann ich eine Reaktion hinzufügen? Daumen nach oben. Oh, eine Paluten-Trinkflasche haben wir hier mit am Start. Team Paluten. Aber natürlich den besten Channel der Welt im Hintergrund. So muss das sein. Also leider keine Ryan Cole Trinkflasche. Und nochmal einen 50-Euro-Gutschein für was? Egal was? Ich kenne das nicht. Ey, den Bildschirm habe ich auch. Zwei nice Geschenke. Nächstes Jahr kommt aber bitte dein Merch, Ryan. Ja, hoffe ich doch, hoffe ich doch. Ah, das ist ein Phantasialand-Gutschein. Und nächstes Jahr zu Weihnachten kriegt er dann Ryan-Merch. Da bin ich mal gespannt. Oh, Svenny hat sogar ein Selfie von sich reingeschickt. Aber Svenny hat so geschickt, dass ich... Need to know. Ist das ein Kochbuch? Oh, es ist Merch, oder? Weil sie hat auch ein T-Shirt oder ein Pullover davon an. Glaube ich. Ich erkenne es nicht, aber ich glaube, es ist Merch. Es ist gespiegelt und ich kann so nicht lesen. Ah, das ist ein YouTuber, Need to Know. Ah, und was ist das hier dann jetzt? Ist es ein Poster? Was ist das? Der Pullover sieht auf jeden Fall nice aus. Und was haben wir hier? Irgendein Kabel. Nee, ist es eine... es ist eine, Was genau ist es? Festplatte? Steht da was bei? Ah da! Merch, endlich ein Gaming-Stuhl, eine neue Festplatte und ein Kabel, damit ich endlich mal mit meiner VR-Brille mit meinem PC verbinden kann. Ah, okay, den Stuhl haben wir aber nicht mit dabei, ne? Aber nicht schlecht. Ich wusste direkt, dass das eine Festplatte ist. Instant erkannt. Perfekt. Gaming-Stuhl, Gaming-Tastatur, Corsair K55 RGB und ein RGB-Mauspad. Alter, das sieht ganz geil aus. Ich muss mir auch mal so ein fettes Mauspad holen. Ich habe immer zwei momentan bei mir, weil ich zwei kleine nur habe. Einen so ein Werbegeschenk-Mauspad und eins von Rocket. Aber ich sollte mir mal auch so ein großes holen. Ist auf jeden Fall viel praktischer. Ich sehe hier langsam Zusammenhang, ne? Viele Mäuse-Tastaturen und Mauspads. Aber sieht cool aus. Vor allem auch alles im gleichen Farbton. Nicht schlecht. Was haben wir hier? VfL Wolfsburg. Ah, das ist Sven. War klar, direkt. Ich habe nur das hier gesehen, wusste, es ist Sven. So, was ist das noch? Auch irgendwas von VfL Wolfsburg. Warum machen alle die Bilder so? Ah, das ist ein Bus. Ein Bus ist das. Direkt erkannt. Und noch eine Tastatur. Sieht ein bisschen aus wie ein Google-Bild. Junge, wie viel Schokolade er bekommen hat. Ich will auch. Eine Switch. Mario Kart, sehr, sehr gute Wahl. Hätte ich mir, glaube ich, auch gewünscht. Die drei Fragezeichen, irgendeinen Koffer. Wahrscheinlich mit ganz vielen, keine Ahnung, Artikeln dazu, davon halt da drin. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus mit drei Fragezeichen. Weiß nur, dass man es hört. Was ist das? Keine Ahnung, aber die Switch ist nice. Und die Schokolade. Und Mario Kart. Hätte ich auch gern. Oh, Golem-Troll hat sich direkt ein Lenkrad gewünscht hier. Junge, das sieht heftig aus. Dann zack, da noch alles mit dabei. Sein heftiges Setup jetzt. Was spielt man damit? Was spielt er wohl? Spielt er eher so Autorennsachen oder Simulatoren, ist die Frage. Oh, Slayer hat Lego bekommen. Das sieht richtig nice aus. Was haben wir hier von Shadow Wizard? Eine SSD Plus, ein Headset. Oh, okay, das ist die Verpackung vom Headset. Was ist das? Fast das Beste vergessen, mein... Ah, ein echter Bärkristall. Der sieht cool aus. Daraus könnte man einen nicen Anhänger machen. Aber wenn er kleiner wäre. Die Paysafe-Card verschenke ich nicht. Kappa? Naja, egal. Schade. Ich dachte, ich gebe jetzt eine Paysafe-Card. Er hat den Code verpixelt, ne? Toll, Mike. Ich dachte, ich kriege eine Paysafe-Card von dir zu Weihnachten. Okay, hier haben wir nochmal Steam-Gutschein. Vom nochmal Mike? Junge, wie reich bist du denn? Okay, wir gehen einfach weiter. Mike hat schon mit zu viel geflext. Das ist mit zu viel Flex hier. Golem-Troll hat ein paar AirPods bekommen. Die sehen auf jeden Fall cool aus. Dann haben wir den guten Donut-Man mit dem besten Channel. Sowas habe ich übrigens auch. Aber ne, hole ich jetzt nicht. Sowas habe ich auch letztens bekommen. Was ist denn jetzt das Geschenk, ist die Frage. Ist es der PC? Ist es das ganze Setup? Wenn ja, heftig. Hat er wohl das ganze Setup bekommen? Das wäre zu heftig. Dann haben wir wieder eine Tastatur und einen Stuhl. Ja, ich sag ja, ich sehe einen Zusammenhang. Oh, und ein Bildschirm und ein PC. WTF, wie viel kriegt denn die alle? Und da ist nochmal der Stuhl von Svenja. Oh, sogar einen DX Racer, krass. Stimmt, jetzt muss Svenja nicht mehr vom Bett aus zocken. Sie hat ja früher auf ihrem Setup, weil der Stuhl, glaube ich, kaputt war, immer vom Bett aus so gespielt. Dann war der Schreibtisch auch noch so weit oben. 320 Euro, zwei Trainingsjacken, Basti-Merch, Logitech-Tastatur, Logitech-Lite, Speedmaus, Parfüm, LED. Schreibt man? Heißt es Strips? Ich hätte mal Stripes gesagt. Aber ich weiß nicht. Und noch ein paar Süßigkeiten. Krank. Was ist das? Bei sowas weiß ich nie, was es ist. Ist es ein Poster? Ein Buch? Tokyo Ghoul, aber was ist es von Tokyo Ghoul? Ah, sieht ganz cool aus. Dann haben wir hier Colin, der ein Bildschirm bekommen hat. Junge, was kriegt ihr denn alle für Stuff? Und wie geil ist der Tannenbaum auch? Weißt du, er hat hier ein fettes Fotoshoot gemacht mit seinem Prozessor, Headset, Stuhl und Bildschirm. AMD Ryzen 1700 X, 300 Euro. Der Monitor 250 Euro, der Stuhl 180 Euro und HyperX Cloud Fight Wireless Kopfhörer 150 Euro. Warum schreiben auch alle mal die Preise mit dazu? Ich wollte nur eure Geschenke sehen. Das ist hier kein, wie viel ist dein Outfit wert nur mit Weihnachtsgeschenken? Was ist das? Schwebender Globus, Bücher, Basti-Merch, Schoki,
Der sieht geil aus, der Globus. Was haben wir hier? Ein Mikro noch mit dazu, nice. Okay, also er hat die LEDs bekommen, Fernseher, das Mikro und dann noch Merch. Das sieht nice aus. Warum habt ihr alle heftigere Zimmer als ich? Handy und Bargeld 300 Euro, Junge. Ich hätte nicht mal eins von beiden bekommen. Nice, A71. Kenne ich leider nicht, kenne mich nicht, auch nicht aus mit Handys, aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann haben wir hier ein Lego-Set, ein fettes. Und einen hübschen DX Racer Gaming Stuhl. Was steht hier? Ryan, was hast du bekommen? Ich habe eine Matratze bekommen. Also ich will ja nicht flexen, aber ich habe eine ganze 89 Euro Matratze mir geholt dieses Jahr. Also, ne? Was haben wir hier? Einen Boxsack, mega geil. Dazu einen Rasierer. Der erste Rasierer mit am Start oder was? Und ein Buch. Oder so. 200 Motivbögen für Papierflieger. Lol. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Cool. Neues Mikrofon aus irgendeinem Grund. Ein Buch mit 1150 Seiten. Ja, das ist vielleicht ein Wink so. So, yo, du sitzt zu viel vorm PC. Hier das Mikro, aber lies auch das Buch. Oh, und FL Studio Signature Bundle. Programm zum Musik produzieren. Fruity Loops, sagst du? Ah, es heißt FL Studio einfach. FL Studio, sagst du? Gut, dass du in Klammern schreibst, Programm zur Musik produzieren, weil FL Studio kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gehört. Eine Zuckerwattenmaschine, lol, richtig geil. Was haben wir hier? Einen PC wieder? Wie viel kriegen wir einen PC? Ja, bestimmt gar... Ach so, ich dachte gerade erst... Ich dachte kurz, es wäre ein echtes Motorrad. Ich wollte gerade sagen, jo, wahrscheinlich hast du ein Motorrad bekommen. Das ist doch nie im Leben... Warum schickt ihr denn jetzt Google-Bilder rein? Ah nee, vielleicht hat er das bekommen und hat keine Fotos gemacht. Also, wenn er das bekommen hat, dann auf jeden Fall nice. Aber ich weiß nicht. Weil das sind halt alles Google-Bilder. Yo, er hat einfach Oreos bekommen. Wie geil ist das denn? Er hat sogar das Cash hier hingepackt. Er hätte nicht einfach schreiben können, yo, hab Geld bekommen. Sondern er flext hier mit der Schokolade, dem Cash. Und ich weiß nicht, ob er das alles bekommen hat. Wenn ja, dann ist es krass. Oh, der steht auf dem Skateboard. Der ist cool. Tim hat einen Curved-Monitor bekommen. Junge, der ist auch fett, ne? Wie viel Zoll hat der? 32 Zoll. Junge, Junge, Junge. 165 Hertz, 4K-Monitor, Goldmünze und viel Cash. Krass, krass, krass. Den Müll soll man nicht beachten hier. Wir wollten nur uns zeigen, dass er auch Schokolade hat und die schon gegessen hat. Aber auch, ne? Mauspad, Maus, Tastatur. Das ist, glaube ich, so das... typische Geschenke hier, was wir haben. Oder die typischen Geschenke. Also, wir haben PS4-Spiele. Wir haben hier ein halbes Face-Reveal mit Katzenohren anscheinend. Krass. Also, Kitty weiß man jetzt definitiv, wie sie aussieht. Es ist definitiv eine Katze. Halt, wer hätte es gedacht? Und ja, Google Play-Karten. Cool. Dann haben wir eine Maus von Google Bilder. Nice. Dann eine Tastatur. Und das ist die Tastatur an sich, oder? Oder hat er das alles bekommen? Aber die Tastatur sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Dann haben wir wieder Lego-Stuff von Google. Ein Launchpad. Mega geil. Und, oh, ne, mir fällt das Wort nicht ein, aber Box. Boombox, ja, das Wort hat mir gefehlt. Maus, Mauspad, leckere Schokolade, ein Zirkel für den Matheunterricht, nice. Und Bücher, mit denen ich nichts anfangen kann. Oh, ein Spark of Phoenix Buch, glaube ich, weil da steht Spark. Und Merch, glaube ich. Ja, wahrscheinlich ist das kein Google-Bild, Leute. Definitiv ist das echt und er hat das alles zu Weihnachten bekommen. Stellt euch vor, das wäre euer Weihnachtsgeschenk. Wahrscheinlich hat er, ja, die Bildschirme bekommen, den Stuhl, das hier alles, Tastatur, Mauspad, Maus, die Schaumstoffteile hier, den fetten Bildschirm hier oben und wahrscheinlich auch noch das Zimmer gemietet bekommen, wo das Ganze hier drin ist und das alles zu Weihnachten. Safe. Dann haben wir Aquarisu, der hatte ja sowieso schon das heftigste Setup und der hat jetzt auf jeden Fall nochmal eine neue Tastatur mit am Start. Nice, nice. Sprite hat sich ein Ringlicht geholt anscheinend. Was hast du dir von geholt? Das hier? Ich glaube einfach das hier, keine Ahnung. Und eine Beyblade Arena, man kennt ihn, Sprite hat den Beyblade, der Beyblade Fan und er meint, er hat sich alles selber gekauft zu Weihnachten. Und die Beyblades alle. Oder wolltest du mit deiner Beyblade Sammlung flexen? Oder hast du dir die alle gekauft? Sind die nicht teuer? Und wir haben hier noch eine hübsche E-Gitarre mit am Start, wo ich von weiß, wie man, ah, da steht's auch, aber das versuche ich nicht auszusprechen, weil das sage ich eh falsch. Eine STRAT, ja, in einer hübschen, entspannten, cremigen Farbe. Sag mal, wie nennt man die Farbe? Cremefarbend? War es auch nicht richtig cremefarbend? Holzfarbend? Hellholzfarbend? Auf jeden Fall eine hübsche Gitarre. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet alle sehr schöne Feiertage. Habt euch reichlich beschenken lassen. Und viel wichtiger, konntet cool Zeit mit eurer Familie verbringen. Also ich habe mich auf jeden Fall schön vollgefressen. Das ist immer das Beste an Weihnachten. Familie sehen und leckeres Essen. Geiler geht's auf jeden Fall nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst gerne ein Like da, auch gerne ein kostenloses Abo. Und falls ihr noch weitere coole Videos sehen wollt, dann schaut doch gerne mal hier vorbei, Freunde. Da zum Beispiel habe ich auf Zuschauer-Setups reagiert. Das Ganze ist auch sehr, sehr cool geworden. Da habe ich mir angeguckt, mit was für Equip ihr so zockt. War auf jeden Fall heftig, was da so mit dabei ist. Also es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen Zuschauer, der besseren Stuff hat als ich. Also klickt gerne drauf und ich würde sagen, tschüss.